Tiere leben hier und jetzt. Das heißt, wenn der jetzt anfragt, brauche ich ein Herrchen, darf ich an der Leine ziehen und die ein bisschen schleifen, dann muss ich ja jetzt antworten, nein, darfst nicht. Ich kann den Hund nicht meterweise schleifen lassen und irgendwann dann sagen, nein, jetzt nimmer mehr. Erstens kennt sich der Hund nicht aus und zweitens weiß er auch nimmer mehr die Verknüpfung. Ja? Weil er braucht gleich eine Antwort für die Situation. Weil nur dann versteht er, aha, jetzt gerade habe ich gezogen. Und jetzt im gleichen, fast gleichen Moment hat sie gesagt, lass es. Und daher ziehe ich weniger oder gar nicht. Am besten. Wir müssen schneller reagieren bei einem Hund. Und es kommt darauf an, hat man einen reaktiven Hund, wie die Hüttehunde sind, die Schäferhunde. Malinois natürlich steht an erster Stelle, aber auch die Border, Australian Shepherd und natürlich der deutsche Schäfer. Das sind reaktive Hunde. Ja? Terrier oder Mix, so wie der, sind reaktive Hunde. Wenn ich mich selber nicht bewegen will, sollte ich mir so einen Hund nicht nehmen. Dann nehme ich mir besser einen Mops oder einen Beagle. Die sind auch gemütlicher. Oder einen Retriever oder einen Labby. Das heißt, ich muss mal den Hund nehmen, der für mich körperlich geeignet ist und meinem Leben entspricht. Wenn ich ein Couch-Potato bin, nehme ich mir nicht solche Hunde wie die. Und ich muss mich auch zackig bewegen. Ich kann mich nicht wie eine Schlaftablette zu dem Hund bewegen. Weil der denkt sich, Masi, bis du fertig bist, habe ich das Reh schon geschlachtet und gegessen. Und wenn ich jetzt schon so einen Hund habe und unbeweglich bin, ja, dann muss ich halt was tun. Und dann sollte ich aber was tun, was sinnvoll ist. Nicht, dass ich irgendwelche Übungen in irgendeinem Center mache, mit denen ich überhaupt im Leben nichts anfangen kann. Das müssen nicht Übungen sein, die meine Gehbeweglichkeit verstärken, die meine Geschwindigkeit verstärken, die meinen Kreislauf unterstützen. Nicht irgendwelche gemütlichen Übungen, wo ich Nodding Walking mache und dann schleppe die, die Stecken hinten nach. Ja? Nodding Walking bringt, wenn man es gescheit macht, für die Oberarme was, aber für sonst nichts. Da nehmen sie sich besser einen Hund, wenn sie auftrainiert werden wollen. Ja, da sind sie nämlich besser bedient. Und haben auch noch mehr Lebensfreude. Viele Menschen sind frustriert von ihren Hunden, weil sie nicht den Erwartungen entsprechen, die sie die Menschen vorgestellt haben. Aber es ist nicht die Schuld des Hundes. Der muss jetzt ein Leben lang da durch. Es ist immer die Verantwortung des Hundebesitzers.